Hallihallo und willkommen zu einem schönen StarCraft Replaycast von Polt und Snoot. Auf der Map Aklon Wasted. Rechts unten haben wir den Terra-Spieler Polt, links oben haben wir den Zerg-Spieler Snoot. Sehr, sehr spannendes Match, weil es sind sehr, sehr gute Spieler beides. Ich denke, sie werden uns hier mit vielen, vielen Sachen überraschen, die wir so vielleicht noch nie gesehen haben. Das ist mein allererster Replaycast. Ich hoffe, ich mache jetzt hier keine zu großen Fehler oder erzähle zu viel Scheiße. Wenn ja, ich freue mich über Kritik, aber auch über positive Meinungen. Schreibt sie mir einfach unten in die Comments rein. Ich lese sie mir auf jeden Fall durch und ich werde jederzeit gerne an mir arbeiten. Wie gesagt, nehmt es mir nicht übel, es ist das erste Mal. So, was sehen wir? Bisher noch gar nicht so viel. Es wird ganz normal gedroned. Wir gehen mal in die Produktion rein. Da sehen wir das erste Depot ist im Bau. Ich denke mal, da Polt normalerweise ein sehr sicherer Spieler ist, dass er jetzt hier die Barracks setzen wird. Das macht er auch jetzt. Snoot im Gegenzug ist die Frage, spielt er Exit First bzw. Hatchery First oder geht er auf Pool First? Lassen wir uns mal überraschen. Die Drohne geht nach hinten, der Pool kommt. Das heißt, keine frühe Hatchery, keine frühe Exe von Polt. Aber hier wird das Gas genommen. Bedeutet, was können wir sehen? Wir können Reaper sehen, wir können frühe Hellions sehen, wobei ich aber denke, dass Polt eher auf die Reaper gehen wird. Hier macht sich jetzt die Drohne von Snoot auf den Weg, um die Hatchery zu setzen. Das heißt, ganz, ganz solides Anfangs-Makrospiel. So. Command Center wird auch genommen. Und der Reaper ist im Bau. Wie ich vermutet habe, macht sich der Reaper gleich auf den Weg. Frage ist, was kann er machen? Die ersten Linge sind nämlich auch schon im Bau. Die Queen wird, denke ich mal, gleich folgen. Die Choke hier wird zugemacht. Und der Overlord ist gleich da und kann das Ganze sehen. Frage, kommt nur ein Reaper, kommen mehrere Reaper, was hat er vor? Er nimmt auf jeden Fall weiter Gas, hat aber nur noch zwei Worker im Gas. Das heißt, er kann mehr Mineralien sammeln und dementsprechend gleich hinterher wird er die Echse nehmen. Die kommt von Snoot. Sind die ersten Linge auf dem Weg? Die machen sich auf den Weg rüber, beziehungsweise sind hier schon drüben. Haben den Reaper auch nicht gesehen. Der Reaper ist jetzt da. Ja, die Linge wird er wohl kriegen. Die Hatchery, da kann er nicht mehr viel machen. Oben ist schon die erste Queen, die macht sich jetzt auf den Weg. Nein, dreht wieder um, damit sie hier oben den Reaper abfangen kann. Was machen die Linge? Die Linge kommen bei Snoot, bevor die Echse fertig ist. WBF wird abgezogen. Zwei Marines sind zur Stelle. Aber momentan keine weiteren im Bau, weil er den Reaktor gerade holt. WBFs werden von oben schon mit runtergezogen. Ein WBF unten fällt. Kann er die Echse? Nein, die kann er nicht mehr crushen. Die Marines zusammen mit den WBFs klären da. Die Linge sind weg. Reaper hatte sich auch zurückgezogen, sicherheitshalber, aber macht sich jetzt auch wieder auf den Weg nach vorne. Snoot bringt hier schön seine Overlords in Position, damit, wenn die Medivacs kommen, was ich schon fast denke, weil es mir durch das wenige Guards danach aussieht, als wenn wir hier ein Bio-Spiel vor uns haben. Erstmal wird jetzt die Fabrik an den Reaktor angesetzt und dann müssten wahrscheinlich zwei Hellions folgen. Vorne macht der Reaper ein bisschen Stress, geht hier links rein, rechts rein, kriegt er hier eine Drohne mit raus, die Drohnen gehen rauf, Surround hat nicht geklappt, Queen ist aber da und klärt. Zieht sich hier wieder zurück, bleibt erstmal stehen. Bunker wird gesetzt, damit auch da unten ein wenig safe ist. Hier kommt der Starport jetzt hin. Und hier sehen wir das nächste Command Center. Das heißt, erstmal mit dem Command Center ein paar WBFs pumpen und nachher rübersetzen. Frage ist, wird er zuerst hier in diese Position gehen oder geht er hier hin? Snoot auf jeden Fall mit seiner dritten jetzt mit dabei. Wird auch gescoutet, der Reaper hat's gesehen. Hellions sind da. Frage ist, kriegen sie sie abgerissen? Ich denke
Nicht. Ich denke, Snoot wird gleich ein paar Linge produzieren und dann gucken, dass er das Ganze da unten cleart. Er hat auch schon drei Queens da stehen. Attackt jetzt hier seinen eigenen Tumor. Das war wohl eher ein Fehlklick. Wir sehen zwei Evolution Chambers. Echse noch immer unter Beschuss, aber auch die zwei weiteren Hellions werden da nicht mehr so viel machen können. Roach Warren im Bau. Viking auf dem Weg. Mit dem Viking möchte Poltern sicherlich die Overlords jagen. Und wir sehen auch hier wird gleich an Upgrades geschraubt. Nächstes Gas wird hier auch genommen. Unten wird auch ein Gas genommen. Mules sind im Bau. Er hat auch nirgendwo sehr, sehr viel Energie geladen auf den Command Centern. Das heißt, er verbraucht die Mules immer sehr schön. Wobei er könnte jetzt hier natürlich eine abwerfen. Die kosten 50 und er hat 59 drauf. Hier hat er 65 drauf. Hier 27, aber das wird er bestimmt gleich machen. Vorne stehen die Hellions zusammen mit dem Reaper. Kommen aber nicht wirklich rein, können nicht viel machen. Upgrades auch von beiden Seiten im Bau. Das heißt, das gleicht sich dann wieder aus. Wobei der Zerg mit seinen Upgrades ein bisschen schneller ist. Das heißt, Linge Roaches haben natürlich dann den kleinen Vorteil. Aber es ist auch noch der Anfang von diesem Match. Und wir lassen uns mal überraschen, was hier los ist. So, Fehlermeldung weggeklickt. Battle.net ist toll. Vorne macht Polti-Choke einigermaßen zu. Immer Stück für Stück weiter. Bunker steht. Die Marines kloppen jetzt hier auf die Felsen ein, damit sie weggehen. Unten ist der Overlord dabei, ein bisschen Dreck zu verteilen, damit die Hatchery nicht gesetzt werden kann, die Echse nicht gesetzt werden kann. Das gleiche an der anderen Position. Aber er möchte sie hier setzen, weil er kann hier natürlich mit den Felsen, hat einen guten Zugang, es ist besser geschützt, er kommt schnell von A nach B, hat die engere Stelle, sodass der Zerg sich hier nicht so weit ausbreiten kann. Vorne die Hellions, aber vier Roaches stehen schon zusammen mit der Queen. Wird er da nicht so viel machen können. Die eine wird jetzt ein bisschen, geht ein bisschen weit raus, aber hier sollte sich Polt wirklich zurückziehen. Hat den Reaper jetzt verloren. Die Echse kommt noch immer nicht runter. Widowmines sind auch schon da, um das Ganze ein bisschen zu defenden. Der erste Marauder ist mit da. Hier wird jetzt noch ein Safety-Bunker gesetzt, wobei man sagen muss, dass die Wall hier schon sehr, sehr weit zu ist. So, haben wir hier was verpasst? Der Tech geht natürlich bei Snoot immer, immer weiter. Frage ist, welchen Weg wird er jetzt einschlagen? Er hat bisher den Roach Warren. Speed für die Linge kommt. Nächste Hatchery ist auch schon gesetzt. Er macht hier den Weg frei. Frage ist, macht er hier unten zu? Ja, er macht jetzt hier unten zu. So, Baneling Nest. Baneling Nest auf dem Weg von Snoot. Das ist natürlich richtig schön, wenn er die Marines an der richtigen Stelle kriegt, schafft so ein Baneling sehr, sehr viel. Der Erkundungsviking auf der Jagd nach Overlords ist auch unterwegs. Linge sind auf dem Weg und Verseucher bzw. Infestoren werden wir gleich auch wohl sehen. So. Hier unten der erste Ausmarsch der Marines. Ein Marauder mit dabei, zwei Medivacs mit dabei. Hat jetzt hier einmal gestimmt, warum auch immer. Vielleicht um ein bisschen schneller wegzukommen. Guckt jetzt nach, ob hier was steht. Findet zwei Roaches, die werden leider sterben. Kein Marine verloren dabei. Aber was mir sehr, sehr gut gefällt hier von Snoot, ist der Creep Spread. Er breitet seinen Creep wirklich überall hin aus. Er hat eine sehr, sehr hohe Map Vision. Sehen wir auch, wenn wir jetzt einmal in seine Ansicht reingehen. Wir sehen, dass er hier wirklich schon sehr, sehr viel überblicken kann. Und somit kann er natürlich rechtzeitig reagieren, sollte der Terror sich in sein Gebiet wagen. Was er jetzt auch macht, er bremst den Creep hier ein bisschen, setzt jetzt einen Scan, nimmt die Tumore raus und Snoot mit seiner Roach-Link-Kombination ist auch schon da. Die ersten Banelinge sind da, die ersten Infestoren kommen gleich. Upgrades haben wir beim Zerg von Melee-Angriff und einen von Rüstung. Auf der Seite des Terras haben wir 1-1, also 1 Schilde, 1 Angriff. Snoot hat hier mal angetestet, sieht aber, Wall ist zu, kann er nicht viel machen. Hier unten hat er auch gesehen, kann er auch nicht viel machen. Hier oben geht es jetzt rein, hier stehen eine Menge Widowmines rum
Und die Bänlinge haben da richtig gut getroffen. Da muss er jetzt einladen, da muss er jetzt weg. Overseer sind da, Widow Mines werden rausgenommen. Es wird auch keine mehr auslösen davon. Das haben die gerade schon einmal gemacht. 30 Linge im Bau. Das heißt, er kann gleich wieder ordentlich Banelinge nachziehen. Creep breitet er immer weiter aus. Und Polt rüstet aber auch weiter auf. Von der Stärke her, beide sind jetzt auf 150 Supply ungefähr, 155, 154, das ist ungefähr ausgeglichen. Wobei der Zerg sich natürlich freut, wenn er natürlich immer schon ein bisschen weiter ist. Upgrade für die Widow Mines kommt auch. Es wird Ultralisten werden kommen. Sehr, sehr spannendes Spiel. Queen wird rausgenommen. Die Frage ist, was machen die Infestoren? Die Fangels müssen sitzen. Hier oben ist ein kleiner Drop mit drin, der wird aber nicht viel machen können. Eingeladen und wieder weg. So, die dritte von Polt meint hier fleißig rum. Wir haben einen Turret drin stehen, der natürlich dann sicherheitshalber immer gegen Overseer etc. schützen kann, dass die Base nicht so schnell gesehen wird. Wir sehen hier Infested Marines. Widow Mines sind gesetzt, aber die Overseer sind da und können clearen. Snoot schafft es hier, dass der Terra nicht so weit rankommt, wobei der Terra wirklich gut aufgestellt ist. Die Banelinge haben eine wirklich gespreadete Armee von Marines vor sich. Und das ist viel, viel Arbeit, das so zu micron, dass wirklich jeder Marine richtig getroffen wird. Da hat einer gesessen. Der Haufen Marines wurde rausgenommen. Vorne ist aber noch eine kleine Truppe von tapferen Marines auf dem Weg, trifft da auf jede Menge Zerglinge und stirbt leider. Unten, Snoot guckt rein, kann er was machen, sieht, nein, da ist zu. Frage ist, macht er auf, kommt er da rein irgendwie? Aber hier oben sind unglaublich viele Medivacs und Marines und Marauder und Widow Mines. Also, sehr, sehr starke Army Composition hier von Polt. Was kann Snoot denn im Gegensetzen? Er hat Linge, er hat Banelinge, er hat Infestoren. Er hat gleich die ersten Ultralisten mit dabei. Upgrades auf beiden Seiten laufen durch, sind ungefähr gleich. Da sehe ich jetzt keinen weiter vorne. Da sind die Chancen für alle Seiten gleich. Marauder werden auch nachgezogen. Das ist natürlich schön. Marauder gegen Ultralisken, das Beste, was passieren kann. Und wir sehen hier einen riesen Haufen Banelinge. Die müssen gleich gut treffen, denn hier oben kommt der Terra. Kleiner Haufen vorausgeschickt, sieht die Army, die da steht, sieht die Ultralisken, weiß Bescheid, was da los ist, holt Marauder ran, holt Marines ran, baut seine nächste Echse und der Zerg zieht mit Lingen nach. Beide sind fast maxed. Hier ein kleines Aufeinandertreffen, Linge ziehen sich aber zurück, denn sind out of position. Schön aufgeteilt hier die Minen. Overseer rausgenommen und da kommen die. Nein, Banelinge haben sich doch zurückgezogen. Jetzt geht's hier rein. Polt zieht sich zurück, damit seine Widow Mines alles treffen und die Fangels haben richtig gut gesessen. Infested Marines werden reingeworfen, nur das wird nicht reichen. Er muss da jetzt rein, er muss mit den Banelingen, mit seiner Armee da reingehen. Nimmt hier sehr schön, also es sind so viele Banelinge, da kann er gar nicht mehr daneben hauen. Trifft mit seinen Fangels sehr schön die Marines. Jetzt ist Polt hinten im Army Supply. Seine Echse steht. Was macht Snoot? Geht er rein? Snoot geht direkt durch in die Base. Hat die Infestoren vor der Tür gelassen. Wie weit kommt er da hoch? Hier stehen noch einige Marines und Marauder. Direkt an der Engstelle. Sehr, sehr super Position für Polt natürlich, der natürlich hier ideal seine Stärke ausnutzen kann. Schafft es auch, dass Snoot sich da wieder zurückziehen muss. Oh mein Gott, er hat die Infestoren hinten gelassen. Kriegt Polt noch die Infestoren? Einer nach dem anderen. Vier Stück laufen oben noch weg. Es sind nur noch drei. Es sind nur noch zwei. Es ist nur noch einer. Es ist kein Infester mehr da. Polt lädt ein, fliegt zurück. Er hat nicht mehr so viele Marines, aber er hat jede Menge Medivacs. Und hier kommen Widow Mines nach. Wir haben 34 Marines, 6 Marauder, 5 Widow Mines bisher. Gegen 5 Ultralisten, 4 Roaches, 43 Linge. Die Queens zähle ich jetzt mal nicht mit.
Und wir sehen hier, dass es auf R ausgeht. Frage ist, was holt Snoot rein? Holt er Mutalisken rein, um sich vor Drops zu schützen oder um ein bisschen hinten Harassment zu machen? Oder versucht er wirklich eine R-Armee aufzustellen und vielleicht gegen die Medivacs etc. vorzugehen? Vielleicht sogar auf Broodlords? Gucken wir mal. Auf jeden Fall pumpt er Ultralisken nach und Paul zieht mit dem Marauder hinterher. Hat hier auch wirklich einen sehr, sehr schön aufgebaut. Vorne stehen seine Gebäude, hinten viele Mining-Möglichkeiten hat er nicht mehr. Also er ist jetzt an der dritten, meint er, an der zweiten schon nicht mehr so viel. Die erste ist so gut wie ausgemeint. Die vierte, da ist natürlich noch ordentlich was zu holen. Da ist er auch mit seinen Mutes zugange. Hier auch wieder sehr schön aufgestellt von mit den Widow Mines und Raven kommen. Raven und Shender. Jetzt geht's hier rein für Snoot. Frage, ist das eine gute Position? Für ihn eigentlich schon, denn es ist sehr, sehr breit gefächert. Er teilt sich jetzt auf, lässt sich hier mit den Ultralisken nach oben ziehen. Was natürlich für Polt sehr, sehr schön ist, weil jetzt kann Polt ihn ein bisschen kiten, kann gucken, was kann er machen. Aber Snoot geht hinten rein, kriegt hier wirklich sehr, sehr viele Worker mit raus. Und hier steht ein Haufen Overlords. Viel Schaden konnte er nicht machen, wobei er wirklich hier alle Worker mit rausgenommen hat, beziehungsweise sehr, sehr viele. Ich weiß nicht, ob sich da noch was retten konnte. Polt jetzt oben mit dem Konter, nimmt die Hatchery raus. Ist natürlich hart für Snoot, weil er hat auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Hier ist nicht mehr so viel. Snoot braucht eine neue Hatchery, damit er ein Income hat, was besser ist. Momentan ist das Income beim Zerg bei 2000, beim Terra bei ungefähr 1,6. Jetzt geht's auf 2000 hoch, hat wohl ein paar Mutes geworfen, aber das muss nicht mehr lange so sein, denn so viele Möglichkeiten hat Snoot nicht mehr dort zu minen. Snoot jetzt wieder mit dem Angriff. Widow Mines haben sich aufgeteilt. Jede Menge Marines stehen, Marauder stehen und die Medivacs sind auch schon da. Unten rechts Planetary Fortress gesetzt. Mules fangen schon an, da zu minen. Und hier geht's jetzt rein für Snoot. Paul zieht sich ein bisschen zurück und Snoot ist mit seinen Overlords mit reingegangen, damit die Shender die Möglichkeit haben, die Medivacs rauszuholen. Das hat auch geklappt. Allerdings, Snoot jetzt Supply blockt, kann nicht reinforcen. Polt noch mit 140 Supply. Wenn er es schafft, das einigermaßen abzuwehren, hat er eine ganz, ganz große Chance, wieder reinzukommen, weil Snoot muss jetzt erstmal Overlords bauen, damit er wieder reinforcen kann. Wir sehen im Bau Raven, wir sehen Medivacs, wir sehen Marines, Marauder. Kann er das irgendwie aushalten? Es sieht sehr, sehr gut aus. Und noch hat er was. Die Ravens sind da, die Widow Mines sind da. Das Reinforcement kommt gar nicht durch, weil hier wirklich so viele Widow Mines stehen, dass die sogar die Ultralisken aus den Socken hauen. Und jetzt treffen die Widow Mines sehr, sehr stark die Shender. Und ah, das hat wehgetan. Das hat wirklich wehgetan. Die letzten werden jetzt wohl auch noch rausgenommen von den Marines. Und die Overlords werden auch noch rausgenommen. Sehr, sehr schön abgewehrt von Snoot und von Polt. Und auf einmal ist Polt wieder vorne. Polt ist mit 140 Supply vor Snoot mit 125, 130 jetzt. Hat hier seine Planetary, an der gemined wird. Snoot hat hier oben eine neue Hatchery genommen, hat aber noch keine Worker dran. Dafür hier hinten noch sehr, sehr viele. Und hier müsste er. Hier hat er schon welche abgezogen, die laufen hier gerade rüber. Okay. So. Polt bringt sich jetzt hier an seiner fünften in Position. Zieht sich wieder zurück. Hat die Widow Mines. Wird, denke ich mal, die Widow Mines jetzt hier aufstellen, damit er einigermaßen safe ist gegen Angriffe von Snooty von Norden kommen. Heißt das eigentlich von Norden oder von oben? Wie auch immer. Gucken wir mal. Paar Banelinge, ein Ultralisk, Linge. Das ist nicht die ideale Kombination, wenn hier so wirklich so viele Widow Mines stehen. Raven, vier Stück. Hunter Seeker Missiles vorhanden, die ersten fliegen und treffen die Infestoren. Das ist natürlich hart, weil die Infestoren sind jetzt die Möglichkeiten, die Snoot retten können, von den Marines überrannt zu werden. Vernünftige Fungals würden hier sehr, sehr viel Schaden verursachen. Genauso auch natürlich gegen die Medivacs. Aber die Raven nehmen hier einen nach dem anderen raus. Snoot hat nicht viele Möglichkeiten, hier was zu machen. Er geht jetzt rein, aber hier sind die Widow Mines und die Widow Mines tun weh. Banelinge haben nicht optimal gesessen. Er muss sich jetzt wieder zurückziehen.
Ravens stehen hier oben noch immer ganz gemütlich rum. Es sind zwar infested Marines draußen, aber das dauert auch ein bisschen, bis die natürlich so einen Raven runtergehauen haben. Es ist wirklich ein Kampf nach dem anderen und jedes Mal ist jemand anders wieder ein Stück weiter vorne oder auch nicht. Wir sehen jetzt hier, das Reinforcement von Polk kommt. Wir haben hier Marines. Auf der anderen Seite haben wir wirklich auch ganz, ganz viele Linge und noch 20 Linge im Bau von Snoot. Banelinge werden gemorpht. Polk geht jetzt mit einem kleinen Haufen oben rein. Schafft es, einige Linge hier rauszunehmen, verliert aber auch 4, 5 Marauder, die er natürlich gegen die Ullis braucht, denn die machen richtig Schaden da. Und da kommen die Banelinge rein und nehmen die Marauder raus. Aber die Widowmines stehen hier noch an der Seite. Paul zieht sich jetzt ein bisschen zurück. Die Planetary wird angegangen. Er hat die Marines. Da kommen noch ein paar Banelinge, die da richtig schön jetzt gesessen haben und die Mules rausgenommen haben. Drei Ullis sind noch da. Vier Ullis sind noch da. Der eine hat sich gerade unter den Milbex versteckt. Die Planetary wird fallen. Die kann er nicht mehr halten. Meint jetzt aber hier oben wieder weiter. Also von daher, er hat noch immer die Möglichkeit zu meinen, da ist noch nichts gesagt. Wie sieht's bei Snoot aus? Snoot müsste eigentlich eine neue Hatchery nehmen, denn hier ist nicht mehr viel. Hier ist auch nicht mehr so viel. Also eigentlich müsste er sich die hier nehmen, aber hier steht der Marine. Oder er nimmt sich die hier, aber hier stehen die Widowmines. Und hier kommt ein ganzer Haufen Widowmines mit an. Unglaublich. Raven sind auch wieder vor Ort. Fangel auf die Minen sitzt, aber macht nicht so viel Schaden. Minen bringen sich jetzt hier in Position, schaffen sich einzugraben. Die schafft es auch noch, sich einzugraben. Die wird genau reintreffen und schon wieder einen Infester weniger. Und Infestern sind teuer, was Gas angeht. Also Snoot kann es sich eigentlich nicht leisten, hier was zu verlieren. Wenn wir jetzt uns mal das die Ressourcen angucken. Snoot hat noch ungefähr 1000 Mineralien auf der Bank, aber er hat kein Gas mehr. Beim Terra ist es genau umgekehrt. Er hat Gas und er hat momentan Mineralien. Er kann ordentlich was ausgeben. Das macht er auch. Wir sehen neue Ravens, wir sehen neue Marines, wir sehen neue Marauder, aber wir sehen 50 Linge, die Snoot jetzt hier rausholt. Zwei Ullis sind noch auf dem Weg und neue Queens werden auch gebaut. Die Ravens wieder mit den Hunter Seeker Missiles, die und wieder drei Infestoren weniger. So, Snoot kommt jetzt hier raus, nimmt ein paar Minen mit raus. Ist jetzt hier auf Long Distance Mining, weil er nichts mehr hat, wo er sonst minen kann. Dafür hat sich Polt hier oben schon die nächste genommen und Snoot nimmt jetzt hier Stück für Stück die Minen raus, was ihm aber nicht so viel bringt, weil er muss eine neue Hatchery setzen. Der Raven steht hier auch noch ganz gemütlich rum. Jetzt haben wir hier mal ein paar Spawncrawler, die eingegraben werden. Und hier unten trifft die neue Armee aufeinander. Und zwar die neue von Polt. Snoot hat nicht so viel hinterhergeholt. Snoot hat nicht mehr viel. Von den Mineralien. Er ist jetzt auch ganz, ganz weit unten. Anteterra hat noch Ressourcen frei. Polt geht jetzt los. Nimmt sich jetzt hier die Hatchery wohl gleich vor. Queen wird fallen. Spawncrawler wird fallen. Und danach ist die Hatchery dran. Die paar Linge werden es auch nicht mehr reißen. Ein Uli hinterher, aber gegen vier Marauder, die da stehen, hat auch der Uli keine Chance. Die Linge sind tot, bevor sie da wirklich ankommen, können keinen großen Schaden verursachen. Hatchery wird jetzt rausgenommen und das ist die letzte Mining Base für Snoot gewesen. Snoot kann nur noch mit dem arbeiten, was er hat. Und das sind sechs Queens, ein Ling, drei Infestoren. Das ist nicht viel. Nicht, ist auch ein schönes Wort, doppelt gemoppelt. Gucken wir mal. Infestoren stehen hier. Haben sie noch einen Fangel? Ja, ein Fangel ist noch vorhanden, aber sie ziehen sich jetzt hier zurück. Und da kommt auch schon das GG von Snoot, weil er hat einfach nichts mehr, was er machen kann. Ich hoffe, das Replay hat euch gefallen. Für mein erstes Mal war es hoffentlich nicht so verkehrt. Wie gesagt, gebt mir Kritik, gebt mir Anregungen, was ich das nächste Mal besser machen kann. Ich freue mich darüber. Bis dann, schönen Tag euch noch.